Herzlich willkommen in Anjas kleine Entgiftungsmanufakturen. Mit dabei haben wir die Cassia Fistula, einen frisch gepressten Saft, ätherische Öle und Wasser. Allerdings ist hier gerade kein Sprit. Nein, keine Angst, ich werde jetzt hier keinen Vortrag über Entgiftung halten. Das mache ich nur auf Wunsch. Und ich habe mir gedacht, ich möchte euch heute einfach mal gerne mal dran teilhaben lassen, an diese wunderschöne Röhrencassia, weil die viele Menschen noch nicht kennen und ich finde, dass eigentlich jeder Mensch diese Cassia Fistula kennenlernen sollte und deswegen möchte ich darüber heute einfach mal ein bisschen erzählen. Und zwar, die Cassia Fistula ist eine Frucht, kommt ursprünglich bzw. gehört eigentlich so zu den Hülsenfrüchtengewächsen. Ich weiß nicht, ob irgendjemand schon Johannesbrotkern irgendwas kennt. Das ist halt sehr ähnlich wie das. Und die Cassia wächst halt überwiegend oder beziehungsweise wird halt in den Tropen von Südostasien angebaut und ist ein sehr tolles Entgiftungswerkzeug, in Anführungsstrichen, was halt viele Menschen zum Entgiften benutzen, beziehungsweise die, die sich sehr gut auskennen, die halt sehr auf natürlichen Wege entgiften möchten, die benutzen das ganz gerne. Und ich halt auch. Und dadurch, dass die Cassia halt auch gleich noch blut- und zellreinigend ist und halt eine sehr gute abführende Wirkung hat, ist es natürlich so ein Allrounder. Sprich, die Gifte, die halt ein bisschen tiefgehender sitzen, die werden halt gelöst. Und dadurch, dass halt die abführende Wirkung da ist, wird es halt auch gleich abtransportiert, was ja sehr wichtig ist. Weil wenn man Gifte löst im Körper, heißt es ja noch lange nicht, dass die Gifte auch verschwinden. Da besteht eher noch die Gefahr, dass der Körper sie wieder resorbiert, gerade im Darm. Und deswegen ist die Cassia dafür da, um die halt rauszutreiben. Und genau, und die Cassia sieht von innen so hier aus. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. Da sind kleine Holzplätzchen drin. Ich mache die mal hier auf, damit ihr das auch gleich sehen könnt. Ich muss mal mein Werkzeug dazu nehmen. Macht sich das ein bisschen besser. Ich habe die früher mit dem Hammer aufgekloppt. Jetzt habe ich mir endlich meinen Nussknacker besorgt. So sehen die denn aus. Ihr seht, mein Daumen ist auch schon ganz klebrig. Ja. Hier sind schon ausgelöste kleine Plättchen. In so einer Röhre sind etwa 100 Stück drin. Ich habe die mal gezählt damals. Und ja, das Coole ist, so eine Röhre, so eine Stange, die hält wirklich ewig. Also man sagt immer so, am Anfang, wer sich so gar nicht damit auskennt, sollte man so drei Plättchen ablutschen. Also man kann nur dieses Fruchtfleisch, dieses, was da dran drum heftet, ablutschen. Das andere ist halt Holz, kann man nicht unbedingt mitessen, sollte man auch nicht. Und auch diese kleinen Steinchen, die hier, sind auch nicht zum Verzehr geeignet. Und ja, der einfachste Weg ist natürlich, wenn man das jetzt mit Wasser auffüllt. Sie färbt auch gleich ordentlich ab. Und also diese Menge würde schon reichen, um komplett eine Darmentleerung zu machen. Und da kommt dann alles raus, was man teilweise auch jahrelang im Darm hat. Also die ist wirklich sehr stark. Und wenn jemand mal zum Beispiel auch eine Darmreinigung hat oder sowas, dann soll er doch bitte anstelle von Glaubersalz oder Bittersalz, was man da halt so Chemisches hat, halt einfach die Cassia nehmen. Weil die gleich einfach ein bisschen besser aufräumt und für mich auch eine bessere Wirkung hat. Ja. Ja, ansonsten die Cassia ist natürlich auch nährstoffreich. Die hat halt sehr viel Kalzium, sehr viel Kalium, Mangan und Eisen ist da drin. Besteht fast überwiegend aus Kohlenhydrate, also auch aus Zucker. Aber dadurch, dass man ja nicht so massig viel davon isst, also am Anfang sollte man wirklich nur so drei Plättchen ablutschen, um zu schauen, wie der Körper reagiert, kann man ja das mit den Kohlenhydraten eigentlich wieder vergessen. Und ja. Ich nehme die halt meistens immer jeden Abend, beziehungsweise wenn ich halt so eine Detox-Kur mache, ich mache die jetzt eine Woche, beziehungsweise vielleicht auch zwei, dann kann man da halt abends immer so 3 bis 6 Plättchen ablutschen. Wie gesagt, erstmal weniger, ist immer besser. Und ja, wenn man zum Beispiel auch so wie ich hin und wieder Saftfasten macht, dann kann man natürlich auch dadurch seinen Darm entleeren oder damit. Und ja, ist dann Darm entleeren sozusagen. Ja, ansonsten gibt es da eigentlich jetzt gerade nichts zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, dann immer Fragen. Man kriegt sie mittlerweile auch über Amazon zu kaufen. Vor 1, 2, 3 Jahren war es echt schwierig, die irgendwie herzubekommen. Und mittlerweile gibt es aber einige Shops, die haben. Und von daher kann sich die jeder auch mittlerweile kaufen, sozusagen. Genau, man kann die als Röhre kaufen oder halt auch gleich ausgelöst. Der Florian Sauer, der bietet das halt auch auf seine Website an.
Auch gleich mit einer super tollen Anleitung, wie die Cassia einzunehmen ist und auch super noch interessante Informationen zur Cassia Fistula. Und ja, ansonsten gibt es jetzt zu der Cassia nichts zu sagen. Ich habe mir gedacht, ich werde euch da einfach mal dran teilhaben lassen, weil mich schon sehr viele Menschen gefragt haben und ich es immer noch nicht geschafft habe, da mal ein Video zu machen. Von daher mache ich das jetzt und hoffe, dass ihr was gelernt habt. Und ja, mich würde mal interessieren, ob ihr die schon kennt oder noch nicht kennt. Und ja, wer die auch gerne mal haben möchte und in Berlin wohnt, ich habe die auch immer zu Hause. Ich kann da auch immer gerne mal eine Stange irgendwie abgeben. Das biete ich meistens auch mal bei meinen Saftfasten, nicht Saftfasten, sondern bei meinen Saftpartys an, dass man sich die gleich mal mitnehmen kann. Wie gesagt, so eine Stange ist sehr langlebig. Und ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Deswegen macht's gut und bis zum nächsten Mal.